Dieses Jahr ist mein erstes eigenes Spiel rausgekommen. Es wurde über 300.000 Mal runtergeladen und war Platz 1 in den Stores. Aber um ehrlich zu sein, es war nicht wirklich mein erstes Spiel. Es gab viele Spiele davor, die ich euch einfach bis jetzt noch nie gezeigt habe. Das werde ich heute machen. Ich zeige euch heute meine ganze Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, Spiele zu entwickeln, was ich bis jetzt für Spiele entwickelt habe und was ich so gelernt habe. Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum gibt es eigentlich nur so langweilige Spiele? Man könnte doch viel krassere Spiele entwickeln. Deswegen habe ich beschlossen, ein eigenes Spiel zu entwickeln, was viel cooler sein würde als alle anderen Spiele. So sah das aus, mein erstes Spiel. Kennen vielleicht einige von euch. Nee, Spaß, so sah mein erstes Spiel wirklich aus. Das hieß Fun Game. Ich weiß nicht genau warum, weil Spaß hat es jetzt nicht wirklich gemacht. Ich bin dieses blaue Raumschiff hier und im Grunde muss ich so lange überleben wie möglich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow, 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 chill. Alter, Hilfe, jetzt kommt auch diese komische Fledermaus hier. Okay, aber als ich das erstellt habe, war ich 11 Jahre alt, von daher ist schon okay. Das nächste Spiel heißt Football. Ich habe sehr hohe Erwartungen. Die Laufanimation ist schon mal sehr interessant. Ich bin der linke Spieler übrigens. So, komm, Ball. Ey, was, wie verbuggt ist das? So, jetzt. Nein, bitte, bitte. Ja, ich habe ein Tor geschossen. Die Steuerung ist absolut verbuggt, aber ja. Weiter geht's mit Created Your Own Burger. Krasse Englisch-Skills auf jeden Fall. Hier kann man scheinbar seinen eigenen Burger erstellen. Sieht sehr realistisch aus. Lasst mal ein Like da, wenn dieser Burger hier einfach nur nice aussieht. Von solchen komischen Spielen habe ich fast 200 gemacht. Junge, wie krank war ich damals eigentlich? Mit der Zeit sind die auch ein bisschen besser geworden, aber so richtig gut wurden die eigentlich nie. Das lag daran, dass ich damals Scratch benutzt habe, so ein Programm für Kinder zum Spiele erstellen. Man konnte da nur so Minispiele erstellen und hatte nicht besonders viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich muss richtig programmieren lernen. Mit 14 habe ich dann gelernt, wie man Handyspiele programmiert. Mein allererstes Handyspiel hieß Strategic Labyrinth. Die Aufgabe ist es, den Weg zum Ziel zu finden. Währenddessen muss man Rätsel lösen und Monstern ausweichen. Hier muss man sich zum Beispiel den Schlüssel holen, um die Wand aufzuschließen. Ich war ziemlich stolz auf das Spiel, weil ich habe alles selbst gemacht. Die Sounds, die Musik, die Grafik, das Leveldesign und so weiter. Das hat echt Monate gedauert. Heutzutage ist es natürlich jetzt nicht mehr das krasseste Game. Weiter ging es dann mit Pixel Farm, so einem kleinen Farmspiel, wo man Sachen anbauen und ernten konnte. Richtig hässlich, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe. Aber es macht echt süchtig. Karotten, 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 Karotten. Bam, Kartoffeln. Dann Flying Cube, ein typisches Highscore-Game. Man muss so lange überleben wie möglich, den Hindernissen ausweichen. Ihr kennt es. Komm, Level 2, bitte, bitte. Level 2, ich will ein Level 2. Ja, endlich Level 2. Jetzt schaffen wir auch Level 3. Jetzt schaffen wir auch Level 3. Das war auf jeden Fall Flying Cube. Das Lustigste an dem Game ist eigentlich das Hauptmenü. Das ist nämlich richtig verbuggt. Als ich dann so 17 war, habe ich mich gefragt, okay, bin ich eigentlich dumm? Ich habe für alle meine Spiele keine Game Engine benutzt. Ohne Game Engine dauert es einfach 10.000 Mal länger und es ist 10.000 Mal nerviger. Deswegen habe ich alle meine Spiele ab dann mit einer Game Engine gemacht, nämlich LibGDX. Die war damals ziemlich beliebt. Mein nächstes Spiel hieß dann Balloon Defense. Da musste man die Luftballons platzen lassen, bevor sie vorbeigeflogen sind. Und von Level zu Level wird es immer schwieriger. Das Gameplay und die Grafik sind hier auf jeden Fall schon viel besser als bei den anderen Spielen. Es gab sogar einen Boss. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Mein nächstes Spiel hieß dann Irrgarten und war noch viel nicer. Ziel ist es, zum Ziel zu gelangen, ohne zu sterben. Es gibt auch Schlüssel, Kanonen, Laser und viele andere Sachen. Und es gab auch einen wirklich, ohne Ironie, richtig guten Level-Editor. Eigentlich schade, dass ich das Spiel nicht weitergemacht habe, aber ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Ein weiteres kleines Spiel war Icy Universe, ein Plattform-Jump'n'Run-Game. Für einen Contest von Let's Game Dev, das war so ein YouTuber. Das Icy Universe. Icy Universe ist Platz 4, also hat auf jeden Fall verdient, so weit oben zu bleiben. Ja. Letztes Jahr, 2019, bin ich dann endlich zur Unity Game Engine gewechselt. Das war wirklich das Beste, was ich machen konnte, weil dadurch geht jetzt alles nochmal viel einfacher und viel schneller. Das ist auch so mein Tipp an alle Anfänger. Benutzt einfach Unity. Ist auch keine Werbung hier an der Stelle, leider, aber ja. Unity, ihr könnt mir gerne mal schreiben vielleicht.
Mein erstes Spiel mit Unity war dann Pixel Legends, das ist vor ein paar Monaten rausgekommen. Hat bestimmt keiner von euch mitbekommen. Ich habe mir bei dem Spiel richtig viel Mühe gegeben, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mein bestes Spiel bis jetzt. Download es in der Beschreibung, es gibt es wieder wöchentlich neue Updates. Noch eine wichtige Info, nächste Woche wird es keine Livestreams geben. Ich muss sagen, ich fühle das gerade irgendwie nicht so, aber irgendwann wird es das bestimmt wieder geben. Herzlich willkommen noch an die neuen Kanalmitglieder Ricky und Andreas Schuster. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und schreibt mal in die Kommentare, welches Spiel ihr am besten fandet. Und da sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Mr. Lux. Ciao.